Zurück in Cinema 4D. Jetzt geht es darum, Cinema 4D ein weiteres Mal, ein drittes Mal rendern zu lassen. Diesmal mit einem zusätzlichen Kanal, mit einer zusätzlichen Maske für das Dachobjekt. Das läuft über sogenannte Objektkanäle. Das heißt nicht Alpha-Kanal, sondern Objektkanal. Diese werden aus den Multipasses ausgewählt. Und um das zu tun, braucht das Objekt, was also separat als Maske dargestellt werden soll, zusätzlich erst einmal ein Render-Tag, ein sogenanntes Render-Tag, in dem ich dann wiederum bestimmen kann, dass genau für dieses Objekt eine Maske berechnet werden soll. In der Modellstruktur sollte das Objekt natürlich auch wirklich einzeln vorliegen. Wir haben in diesem Fall die Situation, dass das Dach einzeln ist. Ich kann jetzt diesem Dach ein Render-Tag geben. Das geht entweder über das Tags-Menü, Cinema 4D Tags Render, oder noch einfacher über das Rechtsklick-Menü. Render. So, das Render-Tag regelt normalerweise das Verhalten des Objektes beim Rendern, wie zum Beispiel Schatten werfen, Schatten empfangen und so weiter. Das ist aber jetzt vollkommen irrelevant. Ich behandle ausschließlich das Thema eigene Maske bekommen und das geht über den Kanalbereich. Und dort können Sie jetzt für das Dach bestimmen, dass ein Extrakanal, ein Maskenkanal gerechnet wird. Sie können für jedes Objekt mehrere Maskenkanäle vergeben, das heißt, Sie können es an mehreren Masken teilnehmen lassen. Wenn Sie zum Beispiel eine Maske für alles bräuchten, was aus Metall wäre, dann könnten Sie eben allen Metallelementen, also allen Objekten in diesem Ordner, einen Render-Tag geben, wo zumindest ein gleich nummerierter Objektkanal festgelegt ist. Das ist jetzt aber nicht mein Ziel. Ich möchte jetzt wirklich nur einen Einzelmaskenkanal für dieses Dach. Das war's schon für das Render-Tag und das Dachobjekt. Jetzt gehe ich in meine Render-Voreinstellung und wähle aus der Multipass-Liste den Objektkanal aus. Den kann ich in beliebiger Zahl rendern lassen, je nachdem, für wie viele Objekte ich das brauche. Ich brauche jetzt aber genau einen. Die Gruppen-ID, die Nummer ist auch richtig mit 1. Das ist alles, was ich in Cinema 4D tun muss, also wirklich kein Aufwand. Ich schließe die Render-Voreinstellung und lasse wieder im Bildmanager rendern. Und dort sehen Sie schon, wie der Objektkanal hier angelegt wird, zusätzlich zum Alpha-Kanal und zusätzlich zu den anderen Bildkanälen. Denken Sie daran, gleich beim Speichern einen dritten Namen zu vergeben, weil Sie brauchen ja von diesem dritten Rendering wirklich nur diesen Objektkanal. Getreu der Devise, dass Sie sich alles nachrendern, was Sie während der Bildbearbeitung in Photoshop noch gerne hätten. Sie können in Cinema den Bildmanager dazu bringen, dass er sein Rendering nicht von der Mitte aus startet, sondern von einem Rand. Wenn Sie wissen, dass wie in diesem Fall nur der obere Teil gerendert werden muss, können Sie das Rendering dann irgendwann einmal abbrechen und können das Bild dann trotzdem speichern. Also auch sehr angenehm. Habe ich jetzt nicht gemacht. Okay, nochmal, Datei. Speichern als. Achten Sie darauf, dass alles so eingestellt ist wie eben. Und wie gesagt, vergeben Sie einen neuen Namen.